1948. Sie beginnt mit dem Treffen der Ministerpräsidenten der Westzone in Frankfurt am Main. Sie sind nach dort von den drei alliierten Militärgouverneuren beordert worden, um über alliierte Papiere zu beraten, die am Ende darauf hinauslaufen, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und einen eigenen westdeutschen Staat zu gründen. Es sind äußerst komplizierte und auch schwierige Entscheidungen für die deutschen Politiker, und wir haben daher diesem Thema den Kommentar heute Abend gewidmet. Die Währungsreform ist nunmehr 3 Wochen alt, und die Menschen haben sich allmählich daran gewöhnt, mit der neuen D-Mark, mit diesem Glitzerding, umzugehen. Die Schaufenster sind voll von Waren und Konsumgütern, aber die Mark ist eben noch ein bisschen knapp, und die Menschen müssen sich zwischen diesen Konsumgütern und ihren eigenen Bedürfnissen immer wieder entscheiden. Darüber auch berichtet diese Wochenschau. Und schließlich ist da noch Berlin, die geteilte und nunmehr auch abgeschnittene ehemalige Reichshauptstadt. Wie es den Menschen unter diesen neuen Bedingungen ergeht, wie sie mit ihrer Situation fertig werden, aber auch welche Beachtung und Anteilnahme sie von den Westdeutschen, aber auch den westlichen Besatzungsmächten erfahren, auch dies ist ein Bericht, der letzte und längste in dieser Wochenschau. Berlin-Krise und D-Mark-Zauber, Teilung und neue Staatwerdung, das sind alles Ereignisse, die nicht ohne Einfluss geblieben sind auf die Entscheidungen der Ministerpräsidenten in Frankfurt am Main. Die Bedeutung dieses Ereignisses kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie zu erläutern haben wir heute Abend den Historiker Dr. Wolfgang Benz in unser Studio gebeten. Sie, Herr Dr. Benz, sind Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte. Sie haben sich sehr intensiv immer gerade mit diesem Thema Teilung und Staatwerdung beschäftigt, unter anderem mit in dem Buch von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Sie erwähnen auch in diesem Buch nochmal, warum eigentlich die Ministerpräsidenten der Ostzone nicht mehr teilgenommen haben. War es daher, dass der Versuch ein Jahr zuvor gescheitert ist, oder war die Situation nicht mehr danach? Die Situation im Frühsommer 1948 war nicht mehr danach. Die Ostzone war zu diesem Zeitpunkt vom Westen tatsächlich abgeschrieben, wegen der nicht möglichen Einigung der 4 Sieger des Zweiten Weltkriegs. Das hatte ein halbes Jahr zuvor die gescheiterte Londoner Außenministerkonferenz bewiesen. Von nun an wurden die Weichen eindeutig in Richtung des Weststaates gestellt. Das ist in Frankfurt hat dort begonnen. Welche Folgen und welche Weiterungen das hatte und wie schwierig das war, darum werden Sie am Ende dieser Wochenschau in Ihrem Kommentar eingehen. In Frankfurt am Main fand zum ersten Male nach Kriegsende eine gemeinsame Konferenz der 3 Militärgouverneure der Westzonen mit den Ministerpräsidenten dieser Zonen statt. Die trizonale Konferenz befasste sich mit lebenswichtigen Fragen über die Zukunft des deutschen Westens. Die Militärgouverneure wiesen die Ministerpräsidenten an, bis spätestens 1. September dieses Jahres eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um wenigstens Westdeutschland zu einer politischen Einheit zusammenzuschließen. Auf dem Fundament einer demokratischen Verfassung soll dann eine westdeutsche Regierung errichtet werden. Ferner soll ein Besatzungsstatut die Zuständigkeiten der Besatzungsmächte und der westdeutschen Regierung festlegen. Die Ministerpräsidenten trafen bereits eine Woche später in Koblenz zu einer ersten Erörterung der alliierten Vorschläge zusammen. Eine Wagenladung Banknoten. 1000 Markscheine in solchen Mengen, das kann nur die alte verblichene Reichsmark sein, die schon vor ihrer Entwertung zu nichts zerronnen war. Jetzt kommt sie in die Papiermühle. Am Mühlstein wird Bündel für Bündel nochmals gezählt, dann werfen Bankbeamte das Geld nicht zum Fenster hinaus, sondern in die Mühle. Das ist das Ende des Geldüberhanges, der Wirtschaft und Aufbau unterhöhlt hat. Und dann ersteht die alte Mark neu, aber nicht mehr als Zahlungsmittel, sondern als Packpapier für all das,
was mit neuer Mark, mit D-Mark erworben werden kann. Die Reichsmark ist tot, es lebt die D-Mark. Sie lebt auf den Preisschildern und in der Geldtasche des Käufers und noch immer ist es eine Überraschung, die Auslagen der Schaufenster und die Speisekarten der Restaurants in neuer Reichhaltigkeit zu sehen. Jetzt ist Qualität wieder ein Begriff. Der Kunde wird wählerisch und die Bedienung zuvorkommend. Man zahlt ja in D-Mark. In den Kurorten aber heißt es, ja, die D-Mark und der nasse Sommer. Tegernsee, bis vor kurzem überfüllt, ist nun leer. Die Saison lief noch nicht an, aus den bekannten Gründen. Feste Mark und feuchtes Wetter. Und in Bad Wiessee ist es nicht anders. Doch die Kurbäder sind gerüstet, sie warten auf neue Gäste mit neuem Geld. Weiter oben ist es ganz aus mit dem Sommer. Die Höhenlagen der Alpen melden meterhohen Neuschnee und auf dem Nebelhorn bei Oberstdorf mutet es in den Hundstagen sehr winterlich an. Das Hotelpersonal macht mangels Sommer und Gästen einstweilen Skiferien. Und hier Westerland heute. Täglich kommen nur wenige Kurgäste an, aber das sind wirklich Erholungssuchende, die ihre D-Mark für die Gesundheit ausgeben. Man könnte sagen, Westerland, wie man es noch nie sah. Verödete Straßen, vereinzelte Kurgäste und, was bis vor kurzem noch wie ein Scherz geklungen hätte, Zimmer frei. Auch der Strand ist frei, von Badegästen nämlich. Vom Strandkorbwärter bis zum Rettungsschwimmer, vom Vermieter bis zum Hotelier wartet auch in Westerland alles auf seine Majestät, den Kunden. Tja, und das alles wegen der D-Mark. Das 18. internationale Reit- und Fahrturnier in Aachen erhielt durch die Teilnahme der amerikanischen Olympiamannschaft und anderer ausländischer Klassereiter sein besonderes Gepräge. Die 20 Prüfungen des Turniers erstreckten sich über einen Zeitraum von 6 Tagen. Der Höhepunkt war, wie immer, der große Preis von Aachen, ein Jagdspringen über die kurze Bahn mit 12 besonders schwierigen Hindernissen. Dieses Springen war der letzte vorolympische Vergleichskampf bester europäischer Klasse mit den amerikanischen Reitern. 33.000 Zuschauer sahen äußerst dramatische Kämpfe. Da mehrere Pferde fehlerfrei über die Bahn kamen, war ein Stechen nötig. Der einzige noch im Wettbewerb verbliebene deutsche Reiter, H. Strehle, auf Edgar, machte beim letzten Stechen Fehler. So gewann Colonel Wing auf Totila mit einem fehlerfreien Ritt den großen Preis von Aachen. Es war eines der dramatischsten Springen in der glanzvollen Geschichte des Aachener Reit- und Fahrturniers. Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt. Das Straßenbild zeigt die Fiebererscheinungen unruhig pulsierender Geschäftigkeit und gespannter Erwartung. Berlins Organismus läuft auf erhöhter Tourenzahl. Der Schwarzmarkt, in den Westzonen fast ausgestorben, besteht in Berlin weiter als Folge der sowjetrussischen Währungspolitik. Man tauscht Ostmark in Westmark oder umgekehrt. Man horcht herum, man organisiert und handelt und tut auch manches andere schwarz. Und manchmal greift auch Polizei ein. Die Inseln des Schwarzhandels werden isoliert und abgeräumt. Berlins Westsektoren leiden unter größten Einschränkungen von Gas und Elektrizität. Doch Berlin bleibt auf dem Laufenden. Am Tage verliest ein Lautsprecherwagen von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, die neuesten Nachrichten. Der Reporter auf Rädern vermittelt den Kontakt mit der großen Politik, die um Berlin kreist. Berlin ist ohne Nachschub zu Land und zu Wasser. An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen.
volle Waggons, tote Gleise, keine Durchfahrt. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde. Dasselbe Bild auf den Wasserwegen. In einer kilometerlangen Kette liegen schwer beladene Kähne an den Zonengrenzen. Die Durchfahrt nach Berlin ist gesperrt. Die lebenswichtige Ladung liegt fest. Umso mehr wird die Luftbrücke nach Berlin von den westlichen Alliierten ausgebaut. Die britische Luftwaffe stellte 10 Sunderland-Flugboote für die Versorgung Berlins. In Finkenwerder bei Hamburg starten die Maschinen auf der Elbe. Jede trägt 6 bis 8 Tonnen Lebensmittel. In einer Stunde ist Berlin erreicht. Die Gewässer im Westen Berlins sind die natürlichen Landeplätze für die Flugboote. Dadurch werden die Flugplätze Berlin-Tempelhof und Gatow entlastet. Nicht nur Lebensmittel werden nach Berlin geflogen. Der Sprecher von RIAS gibt bekannt. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Steinkohl an Bord in Tempelhof ein, die von deutschen Sonderarbeitskommandos sofort auf amerikanische 10 Tonnen Sattelschlepper umgeladen wurden. Insgesamt wurden heute 40 Maschinen mit Kohle für die Berliner Westsektoren erwartet. Die Lage in Berlin steht im Mittelpunkt der Weltpolitik. Der amerikanische Außenminister Marshall erklärte kategorisch, wir beabsichtigen, in Berlin zu bleiben. Winston Churchill sprach als Führer der konservativen Partei Englands in Luton vor 100.000 Zuhörern. Er bekräftigte die Erklärung des britischen Außenministers Bevin, in Berlin zu bleiben. All naturally anxious about what is happening in Berlin. Last month, on May the 4th, our Foreign Secretary, Mr. Bevin, said in Parliament, we are in Berlin as of right. It is our intention to stay there. Eine vielgenannte Persönlichkeit in der Krise um Berlin. Frau Luise Schröder, die Berliner Oberbürgermeisterin. Hier wird sie bei einem Besuch in Hamburg von Bürgermeister Brauer begrüßt. Ganz Deutschland nimmt Anteil am Kampfe Berlins um seine Freiheit. Die Hamburger Bürgerschaft trat zu einer Sondersitzung zusammen, an der auch die führenden Politiker der Berliner Parteien teilnahmen. Der Präsident der Hamburger Bürgerschaft, Bürgermeister Schönfelder, sagte: Wir empfinden die Hungerblockade als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie stehen in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen eines friedlichen Aufbaus. Für die Sozialdemokratische Partei sprach der Fraktionsvorsitzende Klabunde: Wir denken an Berlin nicht nur deswegen, weil Berlin für sich kämpft. Berlin kämpft für Deutschland. Der Kampf, der dort geführt wird, ist unser Kampf. Es ist gar keine Frage der Wahl, die wir haben. Das ist eine Frage des Zwanges, der sich aus der Situation ergibt. Es wurde eine Entschließung zur Debatte gestellt, nach der die Hamburger Bevölkerung eine Tagesration Lebensmittel für Berlin spendet. Hier das Ergebnis der Abstimmung. Ihnen vorgelegte Entschließung. Bitte alle die Damen und Herren, die dieser Entschließung zustimmen wollen, ihre Hand zu erheben. Bitte um die Gegenprobe. Gegen 3 Stimmen angenommen, gegen die Stimmen der kommunistischen Fraktion. Wie in Hamburg, so erklärten auch in vielen anderen Städten Deutschlands die großen Parteien und die Bürgerschaft ihre Verbundenheit mit dem Schicksal Berlins. Aus vielen Orten gingen beträchtliche Spenden an Lebensmitteln und Geld nach Berlin. Alle diese Entschließungen und Kundgebungen zeigen, Berlin steht nicht allein. Die Konferenz am 1. Juli 1948 in Frankfurt am Main war eigentlich gar keine Konferenz. Denn alle die Elemente, die man gewohnt ist, bei einer Konferenz zu haben, den Austausch von Argumenten, die Diskussion, unterschiedliche Meinungen, das fehlte bei dieser Veranstaltung, zu der die Ministerpräsidenten der 11 Länder, genauer der 9 Länder und der beiden Hansestädte, der 3
westlichen Besatzungszonen nach Frankfurt bestellt waren. Sie wurden in das IG Farben-Verwaltungsgebäude bestellt, das auch heute noch das Hauptquartier der Amerikaner in Deutschland ist. In dieses Gebäude waren sie bestellt, aber sie wussten nicht die Stunde, sie wussten nicht den Raum und sie waren auch nicht von den drei Militärgouverneuren, den obersten Gewaltigen der Alliierten, einberufen worden, sondern nur von den Militärgouverneuren auf Länderebene. Das klang alles nicht sehr vielversprechend und die Atmosphäre war auch einigermaßen frostig. Was sollten diese Länderchefs jetzt in Frankfurt im alliierten Hauptquartier tun? Sie waren einbestellt, um drei Dokumente in Empfang zu nehmen und diese drei Dokumente enthielten die Quintessenz dessen, was kurz zuvor in langwierigen Verhandlungen in London bei der sogenannten Sechs-Mächte-Konferenz beschlossen war. Das waren die sogenannten Londoner Empfehlungen, die nichts anderes besagen als, es sollte jetzt, und zwar so schnell als irgend möglich, auf dem Territorium der drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands ein Staat errichtet werden. Dazu bekamen die 11 Ministerpräsidenten als die obersten Repräsentanten Deutschlands, Westdeutschlands, wie man einschränken muss, den Auftrag, es war eine Offerte und die Offerte sollte aber, das wussten die Empfänger nur noch nicht, unbedingt angenommen werden. Die Ministerpräsidenten sahen sich den drei alliierten Militärgouverneuren gegenüber. General Clay, der Amerikaner, präsidierte der Versammlung und er las ihnen das erste der drei Dokumente vor. Es enthielt den Umriss einer Verfassung und den Auftrag, spätestens zum 1. September 1948 eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Das zweite der Frankfurter Dokumente, wie man diese Schriftstücke später nannte, trug der britische Militärgouverneur Sir Brian Robertson vor und dieses Dokument enthielt Empfehlungen, die Länder der drei Besatzungszonen neu zu konstituieren, neue Ländergrenzen zu ziehen, um aus der Willkür der von den Besatzungsmächten gebildeten Ländergrenzen wegzukommen. Das dritte Dokument schließlich, was General König, der französische Militärgouverneur, vortrug, enthielt die Umrisse und die Grundzüge eines Besatzungsstatuts. Die Dokumente wurden in Englisch und in Französisch verlesen. Die Ministerpräsidenten erhielten anschließend zu ihrem Gebrauche auch deutsche Übersetzungen. Reinhold Mayer, der Ministerpräsident des damaligen Landes Württemberg-Baden, war der Sprecher der deutschen Seite und er konnte nichts anderes tun als Bedenkzeit erbitten. Und die alliierten Militärgouverneure sagten dieses auch zu. Sie erklärten, eine Antwort habe man im Augenblick auch gar nicht erwartet. Die Versammlung ging so auseinander, es fand keine Diskussion statt. Die Alliierten stellten ein Nebenzimmer zur Verfügung und in dem nahmen die deutschen Ministerpräsidenten eine erste Beratung auf. Die Deutschen fühlten sich, wie sich dann in den nächsten Wochen zeigen sollte, in einem Irrtum. Sie glaubten nämlich, diese Vorschläge seien mehr oder weniger verbindlich. Man könne sie ausgestalten, man könne nur Teile dieses alliierten Paketes übernehmen und das war der große Irrtum. Das eigentliche Problem für die Ministerpräsidenten, die sich dann 8 Tage später in Koblenz auf dem Rittersturz in einem Hotel trafen, das eigentliche Problem war, sollen wir, können wir, dürfen wir diese Offerte annehmen, denn die Annahme dieser Offerte macht es ganz einwandfrei deutlich, das wird die Spaltung der Nation sein.
Entsprechend war die Reaktion der deutschen Ministerpräsidenten, aber auch der Parteiführer, die Deutschen waren eigentlich abgeneigt, sie widerstrebten diesen alliierten Vorschlägen und genau damit hatten die Amerikaner und die Briten nicht gerechnet. Die französische Reaktion war weniger harsch, denn die Franzosen hatten von den Angloamerikanern zu diesem ganzen Projekt erst überredet werden müssen. Die Schwierigkeit auf der deutschen Seite lag nun darin, dass sie diese Offerte zwar annehmen wollten, aber doch in sehr modifizierter Form. Sie wollten keinen so feierlichen westdeutschen Staat. Sie wollten schon die Souveränität, sie wollten geregeltere Verhältnisse, sie wollten weg von diesem absoluten Besatzungsregime. Und in sehr mühseligen Verhandlungen rangen sie sich dann, nicht ohne Pression auch von alliierter Seite, im Laufe des Juli dazu durch, diese Offerte, den Gründungsauftrag für den Weststaat anzunehmen. So war die Konferenz am 1. Juli 1948 im IG Farbengebäude in Frankfurt eine erste Station auf dem Wege zur Bundesrepublik Deutschland. Die weiteren Stationen waren dann der Verfassungskonvent im August auf Herrenchiemsee, der Parlamentarische Rat in Bonn, der ab September 1948 tagte, und die Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949.